sword and does. Speicher, 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 Speicher. Mann, Speicher! Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging's uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Das ist auch schön. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar, ich bin bereit. Sie haben Knarren! Okay, die Party kann beginnen. Sie haben Knarren, da oben im Fenster! Das ist der Vito. Leg das fette Schwein ab! Wir haben sie alle erwischt! Hör mit dem Geballer auf, ich werd sonst noch taub! Muss das immer sein. Dann spreche ich dir nicht, mein Gott. Egal. Ich bräuchte Munition. Gib mir Deckung, Vito! Okay, Showtime, Vito. Du schießt wie meine Schwester. Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Lass dir was einfallen. Beeil dich! Hallo. Schnell, Vito! Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Na! Gleich haben wir dich, Fettwanst! Gib mir Deckung, Vito! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Leg ihn um, los! Okay, Showtime, Vito! Du schießt wie meine Schwester! Wer, ich und deine Schwester? Hey, helf mir! Lass mich raus! Oh, Scheiße! Pass auf! Hast du Schiss, Arschloch? Was für war das?
Verdammt, der ganze Laden brennt. Was für eine Schnapsverschwendung. Los jetzt, zack, zack. Das ist ein ewig knarren. Na! Greif ihn von hinten an! Bei der Boomerball noch verhindern werden können. Das ist recht. Vielleicht krieg ich eine ordentliche Bombe. Komm schon, Vito! Wir müssen weiter! Gib mir Deckung! Bin wieder da! Oh nein! Nein! Okay, Showtime, Vito! Oh Gott! Stimmt, oh Gott, nein! Kleiner Wichser! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Los jetzt! Zack, zack! Gib mir Deckung! Ich geb dir Deckung, los jetzt! Okay, Showtime, Vito! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Okay, drück den Knopf, Vito! Ich tue mal gar nichts bei meinem Zwillingsen. Wege. Komm schon, wir nehmen den Aufzug! Der Knarre haben wir den. Oh, so. Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Solltet ihr auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. Arbeiten? Ja, kann man ja machen. Da kommen sie! Gib mir Deckung! Scheiße, die haben MP! Bring den Boss nach oben! Gib mir Deckung! Scheiße, das ist ja eine ganze Armee! Ach, endlich was! Wir können hier nicht ewig rumsitzen! Komm raus aus deinem Rattenloch! Was zum Teufel erwartest du von mir? Die ballern aus vollen Rohren auf mich! Vito, mach was! Du bist hier der Fachmann! Ja, dann sehen wir den Blick in die Sturze rauf zu gehen. Schön zwischen die Augen einmal geschossen. Wo warten eben? War ich schon los, geil. Der Schwein ist da oben! So müsste die Mission noch nicht immer sein, dann bin ich zufrieden. Also aufgeladen. 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 Das ist einfach erst. Ich hören will, muss ihn führen. Hast du den falschen ausgezogen? Wollte schon das keinen umlegen. Läuft die Chance gut. Das wieder. Lass mich am Leben! Ich habe eine Frau! Bitte! Du hättest früher an deine Frau denken sollen. Ich mache auch alles, was ihr wollt, aber bringt mich nicht um! Oh Gott, oh Gott! Einen schönen Gruß von Don Clementi. Oh! Verdammt! Verdammt! Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch! Wichser! Ja, okay, ein bisschen weniger Blut aufrenken. Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Oh,
Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Hey, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche, er wohnt in Highbrook. Los, Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. In Highbrook, geil. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Ach was, der Schuss ging meilenweit daneben. So, kann ich nicht mal rausgehen. Hey, Vorsicht! Das tut nein! Weh. Bitte! Ja, ich will nicht sterben! Lass ich dich fallen! Schwein, derjenige! Der ganze Schuppen bricht zusammen! Jetzt bewaffnet! Hol dir den Arsch! Freu mich schon drauf, dich umzulegen! Spaghetti! Na! Spaghetti. Vito, gib uns Deckung! Gib uns Deckung, verdammt! Du Glückspilz. Mann, was soll das? Ah, verdammter Rauch. Scheiße. Speichert. Gut. Wenn ich draufgehe. Hey, 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 sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Und was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Wenn du so weitermachst, hast du Henry auf dem Gewissen. Ja, sorry. So, lass mal was anderes mal umweg. Nee, das ist nicht. Oh, Scheiße. Wenn ich draufgehe. Hey, 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 sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Und was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Das hilft ja unglaublich. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Mann, kann dir aber gut fahren. Gut. Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Hey, Vito, gib Gas.
Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Etwas schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen.